Der Pate von Berlin ist ganz sicher seine Lieblingsrolle. Seit Mahmoud Al-Sein vor über 20 Jahren als angeblich staatenloser Flüchtling nach Deutschland kam, spielte er nichts anderes mehr. Immer etwas schmierig, aber absolut glaubwürdig übernahm er gleichzeitig den Part des Unterweltkönigs, Drogenhändlers oder Gewalttäters. Den Berliner Behörden blieb in der Vergangenheit nur die Rolle der Statisten. Denn trotz mehrerer Vorstrafen ist es bislang nicht gelungen, den Mann, den seine Freunde den Präsidenten nennen, abzuschieben. Stattdessen erhält die Familie des geschäftstüchtigen Drogenbosses schon seit Jahren Sozialhilfe, zuletzt etwa 3.000 Euro im Monat. Am Dienstagabend wurde die personifizierte Schwachstelle im deutschen Asylrecht wieder einmal festgenommen. Thomas Heise war dabei. Vorläufiges Ende einer kriminellen Karriere am vergangenen Dienstag. Das SEK verhaftet Mahmoud Al-Sein. Tatvorwurf: bandenmäßig organisierter internationaler Rauschgiftschmuggel. Der 39-jährige König der Berliner Unterwelt war monatelang von der Soko Haram beschattet worden. Ibn Haram bedeutet der mit allen Wassern Gewaschene. Mach mal die Kamera weg, Jess. Mach mal die Kamera weg, hab ich gesagt! Warum bist du hier? Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Was hab ich gemacht? Ganz ruhig. Mach mal die Kamera weg. Sie sind vorläufig festgenommen, Sie haben Haftbefehl. Mehr sage ich Ihnen nicht. Was? Sie haben einen Haftbefehl, Sie sind vorläufig festgenommen. Und wir werden Sie gleich anschließend zum Tempelhofer Damm bringen. So gut, aber sowas machen wir nicht. Sie haben das Recht, die Ordnung zu machen. Sie brauchen sich überhaupt gar nicht äußern. Okay? Gut, mehr sage ich Ihnen jetzt auch nicht. Ich habe Befehl, aber nehmen Sie mich mit, bitte. Ja, machen wir doch jetzt. Ja, machen wir doch gleich. Gut, ich denke, Ihnen geht jetzt so schlecht. Ich denke, Ihnen geht jetzt so schlecht. Oder simulieren Sie hier nur? Jahrelang ermittelten die Fahnder des LKA gegen Mahmoud Al-Sein. Hier zu sehen auf dem Weg zu einem Familienfest. Der Chef eines arabisch-libanesischen Clans mit Verbindungen in ganz Deutschland verfügt über eine bewegte Vergangenheit. 1982 reiste er nach Deutschland ein, stellte diverse Asylanträge, die alle abgelehnt wurden. Es folgten mehrere Verurteilungen mit anschließenden Haftstrafen, unter anderem wegen Drogendelikten. Vor 2 Jahren, nach einer blutigen Auseinandersetzung zweier arabisch-libanesischer Großfamilien, gab Mahmoud Al-Sein Spiegel TV ein Interview. Mit dabei Pierre E., eine Art persönlicher Sekretär. Offen redete der Präsident, wie er sich nennen ließ, über seine Rolle in der Berliner Unterwelt. In der Zeitung mal zu lesen, Sie sind einer der Unterweltkönige. Und immer noch, stimmt. Immer noch. Und wie sehen Sie sich selbst? Wie kommt das? Es kommt durch Sachen. Ich habe beweist, die Leute hier in Berlin, den Arabischen oder den anderen auch, wie der richtige Weg ist. Im vergangenen Sommer das letzte Familientreffen. Mahmouds Sohn Ayman heiratet. Die Veranstaltung standesgemäß und das, obwohl Mahmouds Ehefrau Kadra und die Kinder von staatlicher Unterstützung leben. Zurzeit bezieht seine Familie knapp 3.200 Euro Arbeitslosengeld, Kindergeld und so weiter. Früher kassierten sie jeden Monat Sozialhilfe. Über 4.000 Mark. Sehr zum Ärger der Ämter. Wir haben im Jahre 1998 im Herbst mitbekommen, dass Herr Al-Sein nach seinen eigenen Bekundungen nicht angewiesen ist auf die Zahlung von Sozialhilfe, sondern anderweitige Einkünfte bezieht, die er offensichtlich in Unterweltkreisen requiriert hat. Was haben Sie getan? Wir haben daraufhin die Zahlung der Sozialhilfe eingestellt für die gesamte Familie. Erfolgreich? Leider nicht, denn Herr Al-Sein hat dann durch Rechtsanwälte eine einstweilige Anordnung gegen diese Einstellung der Zahlung der Sozialhilfe beantragt und wir haben das Verwaltungsstreitverfahren verloren. Auch andere Mitglieder des Clans fallen nicht gerade durch Zurückhaltung auf. So ist Mahmouds Sohn Ayman vor ein paar Monaten am Überfall auf ein Spielcasino beteiligt. Wieder andere Clanmitglieder werden wegen Mordes mit internationalem Haftbefehl gesucht. Dabei sind die Al-Seins kein Einzelfall. 8 bis 10 kurdisch-libanesische Großfamilien, aus deren Reihen hunderte schwerer Straftaten begangen wurden, haben die Ermittler ausgemacht. Die Zustände in der Hauptstadt sind in einem 50-seitigen LKA-Bericht detailliert beschrieben. Titel: Importierte Kriminalität am Beispiel der libanesisch-kurdischen Kriminalitätsszene. Grund für die Studie:
Keine ethnische Gruppe ist prozentual gewalttätiger, gegen keine wird öfter ermittelt. Die Herkunftsregion dieser Person liegt in der südostanatolischen Provinz Mardin, an der Grenze zu Syrien. Dort gibt es 40 bis 50 Dörfer arabischen Ursprungs, in denen auch heute noch Arabisch gesprochen wird. Und das ist eigentlich das Stammland dieser Person. Die Region nennt sich Mahalamiye. Ins Visier der Ermittlungsgruppe um Markus Henninger geriet auch der selbsternannte König der Unterwelt. Al-Sein, der abgelehnte Asylbewerber, der seit Jahren mit einer Duldung in Berlin lebt, konnte nie abgeschoben werden. Irgendwann hatte er ganz zufällig seinen Pass verloren. Und die libanesische Botschaft stellte keinen neuen aus. Im Interview erklärt er nochmal seine angebliche Herkunft. Mein Name ist Mahmoud Al-Sein. Ich komme aus dem Libanon. Ich bin eine Kurde von großer Familie. Und ich lebe in Deutschland, ich lebe in Berlin jetzt im Moment. Seit 82. Ich lebe in Berlin. Wichtig für den Asylantrag war wegen des Bürgerkrieges seine libanesische Herkunft. Doch die Berliner Polizei kennt inzwischen die wahre Identität des Mannes, der behauptet, ein Libanese zu sein. Wir haben aufgrund eines Haftbefehls einen Mann festgenommen, der sich bisher immer ausgegeben hat als Mahmoud Al-Sein. Wir haben festgestellt, wir haben seine Identität jetzt herausbekommen. Wir haben dazu eine Ermittlungsgruppe, die das feststellen kann. Es handelt sich hier um Mahmoud Uca. Er ist ein gebürtiger Türke. Es wurde oftmals angenommen, dass er Libanese ist. Das ist nicht der Fall. Es handelt sich hierbei um einen türkischstämmigen Mann. Zuständig für die Erkenntnisse, die gemeinsame Ermittlungsgruppe Identität. 11 Fahnder aus dem Dezernat Organisierte Kriminalität und Mitarbeiter der Ausländerbehörde versuchen, die wahre Herkunft hunderter libanesischer Kurden festzustellen. Aus Schutzgründen dürfen die Ermittler nicht gezeigt werden. Das ist ein Stammbaum, den wir im Rahmen unserer Ermittlungsarbeit über Jahre hinweg gefertigt haben. Alle die so ein bisschen orange sind, mit denen haben wir uns hier in Berlin schon näher befasst. Von den anderen wohnen zum Teil auch noch welche in Berlin, aber die wohnen auch im ganzen Bundesgebiet oder welche auch in der Türkei oder im Libanon. Hier zum Beispiel haben wir Mahmoud Al-Sein, der sich auch der Präsident nennt und damit in der Presse schon mehrfach aufgetreten ist, mit seiner Frau und seinen 10 Kindern. Und dann sieht man, dass überall die verwandtschaftlichen Verflechtungen weitergehen. Bislang führten die Identitätsermittlungen zu 28 Abschiebungen. 24 Personen reisten freiwillig aus. Andere tauchten unter und werden von der Polizei gesucht. Mit Hochdruck versucht jetzt die Ermittlungsgruppe Identität, auch die Nebeneinkünfte angeblicher Sozialhilfeempfänger zu klären. Wir haben kürzlich Wohnungen durchsucht und haben dort verschiedene Bargeldbeträge aufgefunden. Bei Leuten, die nach eigenen Angaben Sozialhilfe bekommen. Wir haben schon überprüft, dass sie Hartz-IV-Empfänger jetzt sind. Hier zum Beispiel in einem originellen Versteck einen kleinen Bargeldbetrag. Das sind ungefähr 13.000 Euro, wenn man sich das so anschaut. Fragt man sich natürlich, wo das herkommt. Wenn man die Leute fragt, sagen sie, selbstverständlich ist nicht ihr eigenes Geld, sondern sie haben das aufbewahrt, für wen auch immer. Die Recherchen des LKA dürften für Al-Sein keine Konsequenzen haben. Zwar weiß man jetzt, woher der Präsident kommt, nur abschieben geht nicht mehr. Denn als die Ermittler einen türkischen Pass beantragten, stellten sie fest, dass alles umsonst war. Die türkische Regierung hatte Al-Sein kurz zuvor ausgebürgert mit einem einfachen Trick. Bei ihm ist es so, oder stellt sich die Situation so, dass er angeblich ein Wehrdienstverweigerer ist und die Türkei 2002 sozusagen dann die Staatsbürgerschaft dadurch aberkannt hat. Und so wird wohl alles beim Alten bleiben. Denn wer keine gültige Staatsbürgerschaft hat, den kann man auch nicht abschieben. Das muss sich auch Al-Sein gedacht haben. Am Tage seiner Verhaftung war er laut Zeitungsmeldungen auf dem Weg, eine Villa zu besichtigen. Kostenpunkt 750.000 Euro.